Tag auch hier zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir suchen hier gerade nach dem Lager des Werwolfs. Und ist abgeschossen. Das ist eine absolute eine Frechheit. Das ist eine Beleidigung meiner Witcherigkeit. Eine Armbrust. Okay. Interessant. Sammeln wir erstmal hier alles ein, bevor noch irgendwas schlecht wird. Das will doch wirklich keiner. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das Lager gefunden, oder? Hier ist es noch verschlossen. Ich schätze mal, der Werwolf wird einen Schlüssel haben. Könnte sein, wenn wir jetzt rausgehen, vielleicht kommt dann der Werwolf an. Hallo? Hausbesitzer? Bitte melden Sie sich. Vielleicht hat er ja hinten oder so seinen Eingang zu seiner Werwolfhütte. Ja, zum Beispiel hier unten. Ja, was ist das denn? Na, nicht zweit. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Vielleicht von da drin. Klopf, klopf. Ja, wir werden so drauf gehen. Hallo? Jemand da? Einbruch der Dunkelheit warten? Warum? Wahrscheinlich kommt er dann erst. Zutaten! Yay! Ich bin mir ganz sicher, ich habe immer nur dieses Schnaufen. Ist vom, vom Dingsbums, vom Bären. Und nicht von einem etwaigen wehrhaften Wolf. Oh, eine Kiste. Arengischer Kürasse. Hatten wir schon mal so einen von, oder? Guck mal hier. Der ist sogar besser. Schick sieht er aus. Zeig mal. 25 durchbohren, zerschmettern. 35 aufschlitzen. Durchbohren, zerschmettern, aufschlitzen. Monster und Elementarresistenz. Hier können wir sogar noch einen Sockel drauf machen. Hier so eine Glyphe. Die ist genauso gut. Igni. Quen. Kleine 2%, 5%. Wollen wir es mal in eine Fassung einfassen? Es ist kaum zu fassen, dass das funktioniert. Oh. Hexenjägerschwert. Plus 2. Okay. Ja, macht 2 mehr, aber ist halt eben gerade kaputt. Das ist ein kleiner Nachteil, sodass es insgesamt weniger Schaden macht. Jägerstiefel. Moment, das sind doch hier die Assassinenstiefel, die haben wir doch gemacht. Die können doch jetzt. Genau, die können wir leider tragen. Wunderbar. Was haben wir noch hier? Chance auf Vergiften. Angriffskraft, Chance auf Vergiften, Chance auf Taumeln. Axi-Zeichen-Intensität. Oder noch mehr Quen. Ah komm, mehr Quen. Das benutzen wir eh am meisten, deshalb lohnt es sich da auch, glaube ich, am meisten nämlich aufzuleveln. Bonus Gold und was haben wir? Was haben wir da im anderen? Hier unten als Trophäe. Chance auf Verstümmeln. Ja, nehmen wir doch lieber Bonusgold.
Mit Verstümmeln habe ich immer noch keine Ahnung. Also nicht so genau eine Ahnung, was das genau jetzt macht. Ich finde, wir können hier gut meditieren. Bis Mitternacht. Der bemerkt uns bestimmt nicht, wenn wir hier in der Ecke sind. Auf in den Kampf! Moment, erstmal bringen wir Licht ins Dunkel. Heieiei. Aber ich habe ein bisschen Angst, wollte ich gerade sagen, vor den Wölfen. Deshalb wollte ich eigentlich auch das Axt hier, das Axt hier benutzen, um die Wölfe erstmal ein bisschen einzudämmen. Heieiei. Oh, er brüllt. Ei. Eieiei, ich muss merken. Momentchen mal, ja. So geht das aber nicht. Genau, erstmal. So. Jetzt kümmere ich mich um dich. Guck mal hier, ich hab. So. Ich hab da was ganz Schönes für dich. So. Ja, ne? Du willst gar nicht kämpfen. Du bist doch eigentlich ein ganz Lieber. Sag mal, heilst du dich da? Das ist ja eine Frechheit. Ich kämpfe gerade mit dir. Hi. Der heilt sie aber, der ist ja eine Frechheit. Aber das können wir auch. Alter, die Heilung ist ja echt der Shit. Ich hoffe, er macht nicht zu viel Schaden. Alter, der ist jetzt schon gleich wieder voll. Eieieiei. Wie soll man das denn machen? Der heilt sich so verdammt schnell. Alter, der ist schon wieder voll. Moment, habe ich überhaupt mein Silberschwert? Das ist mein Silberschwert. Soll ich jetzt kämpfen, bis Mitternacht vorbei ist? Komm mal, der heilt sie in einem Tempo. Irgendwas ist da falsch. Der hat sich. Ich habe ja am Anfang haben wir ihn auch runtergekloppt bekommen. Ich weiß noch nicht mehr genau wie. Wir müssen ja. Igni. Das ist auch nicht. Eieiei. Wir müssen auch mal ganz kurz heilen. Und was er kann, können wir natürlich schon lange. Und diese Heilrate. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt einfach am Mond liegt. Einfach weil Nacht ist, dass er besser sich da heilt. Oder an den Wolfskadavern liegt.
Okay, ich mache mir jetzt gleich, hülle mich gleich in ein Quen ein. So, und dann geht's. Mal drauf. So, muss man halt ein bisschen tot zergen. So. Eieiei. So. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Action reinbringen. Boah. Nein, halt! Tu ihm nichts! Alter, ey. Boah. Hatte ich Angst, wenn wir noch vor. Wow, mein Herz rast gerade, mir wird richtig warm. Puh. Schön, dich hier zu sehen. Ich bin ein klein wenig nicht überrascht. Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss. Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde, lass uns in Ruhe. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Oh, fuck. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein, tu ihm nichts. Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf. Aber er ist einfach... Ja. Das ging ein wenig schnell. Werde ich lange ausweichen müssen. Vielleicht hätte ich doch sie töten lassen sollen. Ach, ich weiß es nicht. Beides irgendwie nicht richtig. Ich will ihn eigentlich auch nicht töten. Ich will keinen von den... Also ich hätte schon irgendwie ein bisschen den Tod verdient, aber... Ja, Tod verdienen ist im FNE immer so eine Sache, so eine Aussage, mit der ich mich sehr schwer tue. Ich meine, wer hat schon das Recht, entscheiden zu können über das Leben und den Tod von jemandem? Niemand. Weil wir alle Menschen sind. Oh. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal alles. Ich frag mich, welcher Jäger denn hier... Achso, schätze mal, das ist auch Njellens Hütte. Boah, ist ja richtiger Immobilieneigentümer, der Njellen. Zwei Hütten auf einmal. Ich glaube, wir lassen Nellen gleich trotzdem doch sie umbringen.
Naja. So, jetzt ab hier in die... in die kleine Höhle rein. Gucken wir mal. Dass solche Werwölfe auch immer direkt loskloppen müssen, ne? Er ist auch echt so einer, ne? Er schickt uns los. Okay, er ist Werwolf, er weiß wahrscheinlich nicht genau selber, selbst nicht so ganz genau, was er da gerade tut. Aber er hat uns schließlich losgeschickt. Ah ja, weil er weiß ja selber nicht, dass er sie getötet hat. Er weiß nur, dass er Geschmack von Blut im Mund hatte. Wir müssen ihn erst ein wenig zur Besinnung prügeln. Wolfsbann. Ah, das ist auch schön. Das hat sich einen schönen Garten angelegt. Ah, genau, den Kyras legen wir noch an. So, und dann noch eine... wo haben wir denn hier? Nein. Hallo, warum bist du hier oben in die Reihe? So, das hier. Quen. Und dann noch das hier. Und dann... tja, noch ein Axi oder Igni. Mit Igni haben wir gar nicht. Doch, hier haben wir Igni. Aber es ist nur 2%. Tja, 5% auf Vergiften ist schon nicht schlecht. Das hat echt gut geholfen. Ich meine, da war ganz kurz ja vergiftet. Das hat echt gut geholfen. Also von daher... würde ich sogar fast das nehmen. Ja, ja. Nee. Hm? Ach so, Moment. Ach, das ist eine Rune. Ah, Mist. Das ist eine Rune. Moment, nee. Ah, nee, Moment, wir brauchen Glyphen. Ja, Glyphen kann man dann nur einsetzen. Okay, da haben wir Igni, Quen oder Axi. Tja, Axi oder Quen. Ah, ich weiß nicht. Axi. Länger, wahrscheinlich werde ich jetzt mal länger betäuben. Nee, komm, nehmen wir lieber Quen. Dann nehmen wir noch die Nebling-Trophäe für Bonusgold. So, dann speichern wir hier nochmal. Spiel speichern. So, und dann... ja, sagen wir lieber mal bis... so da. Oder nicht Vollmond. Vielleicht war es auch wegen Vollmond, dass er wirklich sich wegen Vollmond so geheilt hat. Also nicht wegen, sondern weil halt eben Mitternacht war und der Mond oben stand. Hallo. Hau die ab. Ja, die kommen gar nicht wieder, die hätte ich gar nicht bekämpfen müssen, doch. Eieiei. Da ist der Werwolf. Und wo ist der andere Wolf? Da war noch ein Wolf. So. Ja, siehst du, guck mal, jetzt heilt er sich nicht. Ah ja, dann macht das den ganzen Kampf auch gleich schon ein bisschen easier. Ich schätze mal, es war wirklich der Fehler, dass wir, also dass ich, bis Mitternacht gewartet habe, also bis der Mond ganz oben stand. Ich schätze mal, dann kriegen die Werwölfe so eine fiese, extra Heilung. Guck mal, jetzt kommen wir auch hier. So. Ja, ne, jetzt heilt er sich schon wieder. Nein, halt! Tu ihm nicht! Was ist hier los? Lykanthropie kann... du ver... erst wenn... ich lieb...
Du. Ich wusste es. Ich wollte da. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Oh ja. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Eigentlich ist schon ein bisschen an unserer Jobbeschreibung vorbei. Ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Siehst du, man muss nur mit den Leuten reden. Guck mal, so easy ist das. Man muss nur mit den Leuten reden. Bosskämpfe. Ich glaube, wir sollten am Ende einfach dem Bossen einfach sagen, ja, mach mal dein Zeug. Komm am Ende wieder. Und bitte mich nochmal darum, dass ich die töte, dann mache ich es auch. So, mal gucken, was der schön hier eine Kiste drin hatte. Jägerhose, Silberherz und Schatthalsrüstung. Oh, das klingt interessant. Es gab so eine ähnlich klingende Rüstung in Witcher 2. Das war diese verzauberte Rüstung. Ich weiß nicht, aber irgendwas mit Sch. So, jetzt wollen wir noch eigentlich noch dem Bär das Fell über die Ohren ziehen. Oder? Aber vorher wollen wir speichern. Hallo Bär. Meister Petz. Om. Hi. Heißt mich mal. Sehr schön. Ich bin hier, falls du es noch nicht gemerkt hast. Und warmer. Tut mir irgendwie ein bisschen leid. Das verhindere ich aber, indem ich einfach nochmal drauf kloppe. Dann tut er mir nicht mehr leid. Ei, das war kritisch. So. Bärenfell und Bärenfett. Ich möchte mal ganz kurz nochmal unten in die Höhle reingucken. Müsste ja eigentlich der Leichnam von der Schwester von der Hanna liegen. Oder? Gell? Es erinnert sich direkt mit Haut und Haaren aufgefressen. Ja, guck mal. Nee, Moment, das ist das Falsche. Das ist eine Wolfsleber. Das ist eine Kuh. Die war vielleicht auch eine blöde Kuh, aber sie sah etwas anders aus. Keine Schwester von Hanna. Nee, das ist ein Pferd. Ja. Voll unrealistisch. Boah, ey. Schlimm. Naja. Gut. Hätten wir das. Was haben wir denn noch so? Reichen. Schöner Kampf. Ahnenfest. Das können wir auch mal machen jetzt. Ah, ist ja nicht weit weg. Warte, dann nehmen wir, glaube ich, sogar wirklich die Schnellreise. Oder? Ach komm, reiten wir jetzt noch hin, oder? Ah, ich weiß nicht. Komm. Pferdchen. Plötze. Auf geht's. Wir reiten zu unserem Auftrag.
Schnell wie der Wind. Wölfe, ja, ne? Lass wir die Wölfe mal Wölfe sein. Auch wenn es wirklich ein wirklich großes Rudel war. Schön, ich mach die Kampfmusik. Wahrscheinlich irgendwann wird es einem zum Hals raushängen, weil man sie halt schon so 50.000 Mal gehört hat. Aber noch mag ich sie. So, siehst du, sind wir schon quasi da. Oh, hallo Banditen. Na, lieber Herr Bandit. Komm her. Ja, trau dich was. Komm, du auch noch. So. Hätten wir das auch erledigt. Die Straßen sind wieder sauberer. Ja, noch. Frechheit. Nimm das, du Pferd. Ich will doch nur hier deinen alten Besitzer looten. Da. Haben wir es hier schon mal? Haben wir hier schon? Ja, hier ist schon alles leer. Okay, hier kommt. Achso, ist einfach eine Tür zum Aufmachen. Ah ja, hier waren wir glaube ich schon mal. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Wo ist denn unser Pferd? Das ist A da hinten. Ah, puh. Ist ja richtig Spießrutenlauf hier. Ihr seid frei, los! Reit dorthin! Also irgendwo hin. Stopp, müssen wir hier irgendwas machen mit den Schreinen? Man muss reparieren. Hier liegt eine Statue, aber anscheinend nicht. Plötze. Los, lauf! Er lauft dann auch. So. Ach, guck mal hier sind sogar Leute dazu. Passend. Zum Schreien. Ich muss mal auf die Suche nach dem Vater des Weidlers. So ein Nachtausritt. Ist auch was Schönes. Etwas Wunderschönes. Oh, die müssen wir abbiegen. Nehmen Sie die nächste Ausfahrt. Links. Offroad-Pferd. So, ah, schön durch den ganzen. Na? Hey, Momentchen mal. So. Oh. Den haben wir, glaube ich, nicht retten können. Der war, glaube ich, schon tot, oder? Aber der hat gerade eben noch geschrien. Wir haben ihn getötet. Wir haben sofort eingegriffen. Frechheit! Eine Frechheit! Ich wollte gerade ganz gucken, ob wir den Wagen noch looten können. Aber leider nicht. Tja. Der Händler ist leider tot. Schade. Oh. Was haben wir denn hier?
Wir müssen die Luft schlagen. Ich teile die Luft. Vergiftet. Du bist vergiftet. Jetzt stirb. Du bist vergiftet. So, sehr schön. Plündern wir nochmal ihre sterblichen Überreste. Auf dass wir sie verwerten können und zu Geld machen. Oder zu nützlichen Tränken. Oder anderen. Geht alternativ auch. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ein Schlag. Bis. So. So, dann nochmal hier drauf, immer schön feste drauf. Hat uns nochmal erwischt, egal. So. Ah, da kommen die Einwohner wieder zurück. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es hat viel Schönes. Und ein Händler. Guten Tag. Sei ebenfalls gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hast du denn hier so? Wieder nur größtenteils unnötigen Schrott, aber bei dir können wir auch unseren unnötigen Schrott loswerden, auf dass sich dein unnötiger Schrott mehren wird. So, das kommt alles weg, das nicht. Sag mal, wie sieht's aus mit der Jägerhose? Kommt weg. Weg, weg, weg. Alles weg. Den behalten wir. Dich kommt auch weg. Ach, die kommen auch weg. Das behalten wir. Das behalten wir auch. Brauchen wir noch zwei Stufen, dann können wir das Beil auch endlich benutzen. Ah, nee, Moment, handeln. Sehe ich gerade. Hier das alles weg. Hat nicht genug Gold. Schade. Gut, dann nicht. Dann leb wohl. Genau. Ach so, schön. Hallo. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ja. Ich glaube, dann wäre es das jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ist auch schon wieder ordentlich lang. Aber bei so einem Spiel ist es echt schwer, kurze Folgen zu machen. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann endlich mal nach der Leiche des Vaters des Weidlers suchen. Mit unseren Hexersinnen. Das wird wieder ein Spaß für die ganze Familie. Ich sag's dir. Naja. Bis zur nächsten Folge. Und bis dahin sage ich nur eins. Und das wäre Tschüssi. Also dann. Tschüssi.